Der Teilnehmer 2 ist ein akkubetriebenes thermisches Extraktionsgerät mit einem Hochleistungsheizelement, das komplett nach dem Konvektionsprinzip arbeitet und in wenigen Sekunden seine Betriebstemperatur erreicht. Dieses ultraportable Gerät kann, wenn gewünscht, richtig dicke Wolken raushauen und sehr hart kesseln, ohne dabei Terpene und damit einhergehend Geschmack zu verschwenden. Der Teilnehmer 2 kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Als Session Vape, wo ihr dann die gesamte Kräuterkammer in einer gemütlichen Session genießen könnt, oder aber im On-Demand-Modi. Hier heizt denn das Gerät nur so lange, wie ihr den Knopf drückt, und es kann ein einzelner Zug genommen werden, ohne dass ihr euch im Anschluss eure Kräuter weiter verputzt. Er verfügt über einen austauschbaren Lithium-Ionen-Akku und kommt mit einem USB-C-Anschluss daher, welches ein schnelles Wiederaufladen ermöglicht. In dieser Episode werden wir den Teilnehmer 2 einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Hier schauen wir zunächst einmal auf das Gerät selbst, seine Abmessungen, und wir schauen auf das Zubehör, welches ihr hier standardmäßig mitgeliefert bekommt. Wir reden über den mitgelieferten Akku, die Ladezeiten und darüber, welche Lithium-Ionen-Zellen als Ersatz für dieses Gerät in Frage kommen. Wir werfen ein ganz genaues Auge auf die Bedienung und den Funktionsumfang dieses Gerätes. Anschließend schauen wir dann auf die Kühleinheit und wie es den Machern bei Teilnehmern gelungen ist, eine sehr, sehr einfache Kühleinheit mit hocheffizienter Wirkung aus ganz einfachen Bauteilen zu kreieren. Dann zeige ich euch, wie das Gerät gereinigt wird, und nachfolgend möchte ich noch einmal kurz aufzeigen, wo die Unterschiede zum OG Teilnehmer liegen. Um die Frage zu klären, ob sich ein Upgrade lohnt oder ob es vielleicht sogar Sinn macht, den etwas günstigeren Teilnehmer 1 anzuschaffen, welcher sich zurzeit auch noch im Handel befindet. Dann sprechen wir über die Pros und Cons dieses Vapes und im Fazit lasse ich euch dann meine persönliche Meinung zum Gerät wissen. Also, heute lohnt es sich mal ganz besonders dran zu bleiben. Super spannend! The sun will shine on Vapor's crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy bath in modern times. Make you feel fine, the sun will shine. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapor's Crowd Cloud. Der Tinymite OG, also der Ur-Tinymite, wurde 2019 vorgestellt. Das in Finnland gefertigte Gerät sorgte in Windeseile für mächtig Wirbel in den Foren wie Fuck Combustion, Vape Life und Reddit. Bis zum Erscheinen des Nachfolgemodells in diesem Jahr war der OG noch in den meisten aktuellen Top-Vape-Listen aufgeführt. Er war bei Leuten wie Jerry Stickstone, Sneaky P, Troy420, nach deren Bekunden ständig in deren privaten Rotation. Und das heißt schon mal was. Als nun vor wenigen Monaten der Tinymite 2 vorgestellt wurde, ging dann erneut ein riesiges Oha durch die Fachwelt. Diesmal nicht aufgrund mächtig gesteigerter Leistungsdaten, sondern wegen den Verbesserungen, die hier an dem neuen Modell durchgeführt wurden. Auf die genauen Unterschiede vom Tinymite 2 hier zum OG werde ich später im Video noch einmal genau eingehen. Was für Staunen gesorgt hatte, war, wie sehr hier auf die Kritikpunkte von Nutzern und Reviewern eingegangen wurde. Die Entwickler bei Tinymite haben alle Kritikpunkte konstruktiv genutzt und sind an wirklich alle bemängelten Punkte nochmal rangegangen. Das ist in dieser Dimension mal wirklich neu und wirklich positiv erwähnenswert. Dafür mal ein dickes Big Up an die Verantwortlichen bei Tinymite. Dieser Tinymite 2 hier wurde mir zu Review-Zwecken von der Firma verdammt nochmal in Berlin zur Verfügung gestellt, wofür ich mich wirklich ganz herzlich bedanke. Und da ich selbst schon seit über 12 Jahren Stammkunde bei verdammt nochmal bin, werbe ich aus voller Überzeugung für diesen Shop. Die Expertise der Mitarbeitenden dort ist grandios. Die Produktpalette ist meines Erachtens die beste und die größte in ganz Europa. Und die Zustellung erfolgt immer im Turbo-Modus. Das gesamte Team dort lebt wirklich Vaporizer und dealt nicht nur damit. Verdammt nochmal ist ganz einfach
die kompetente Vapobude mit Herz. Punkt. Und wenn ihr meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter dem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Knopf auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdampft Normal. Und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da an Kohle eingespielt wird, kommt an diesem Kanal auch wieder direkt zugute. Herzlichen Dank euch allen für euren Support. Und nun lasst uns aber mal hier auf das gute Gerät schauen und auf das Zubehör, welches hier mitgeliefert wird. Neben dem Gerät selbst erhaltet ihr im Lieferumfang dieses kurze Glastem. Schaut mal, wir gucken uns das nachher noch genau an. Sowie ein etwas längeres Titaniumstem. Die Kühleinheit hier im Inneren kommt natürlich auch mit. Diese lässt sich problemlos in beiden Stems dann einpassen. Dazu kommt dann noch ein Tütchen mit Ersatzohrringen und Sieben. Ein sehr wertiges umkordeltes USB-C Ladekabel und ein schickes Transportsäckchen hier werden auch mitgeliefert. Und natürlich kommt auch ein passender 18650 Akku, auf den ich später noch genauer eingehen werde, mit. Wie ihr hier sehen könnt, ist der TinyMat 2 ein ultra portables Gerät. Der Body des Gerätes hier ist aus amerikanischem Walnussholz und aus glasperlengestrahlten anodisiertem Aluminium gefertigt, welches dem Gerät eine sehr, sehr edle Optik verleiht. Hier ist das Holzfinish auch auf einem ganz anderen Level als beim Ur-TinyMat. So geht das Gerät in seiner Haptik auch definitiv als Handschmeichler durch. Wenn er dann noch ein wenig warm ist, ist es eine wahre Freude, das Gerät in der Hand zu halten. Der TinyMat 2 hat eine Höhe bis hier oben zum Akkudeckel gemessen von 90 mm. Er hat eine Tiefe von 62 mm und an der breitesten Stelle eine Breite von 35 mm. Bei eingesetztem Glastem wie hier kommen da nochmal 20 mm dazu, sodass wir in dieser Konfiguration auf eine Gesamthöhe von 110 mm kommen. Bei eingesetztem Titaniumstem kommt der TinyMat dann auf eine Höhe von 130 mm. Vom Gewicht bringt er zwischen 230 und 250 Gramm auf die Waage, was denn davon abhängt, welches Stem ihr hier verbaut habt. Dann kommt der TinyMat sehr solide rüber und mit seinen geringen Abmessungen kann der ja wirklich überall hin mitgenommen werden. Bei der Benutzung verschwindet das eigentliche Gerät fast in der Hand, schaut mal, was ihn zu einem wirklich sehr unauffälligen Welt macht. So, dann lasst uns doch einmal schauen, wie wir den TinyMat 2 hier in Betrieb nehmen. Dazu müssen wir zunächst einmal den Akku in das Gerät einsetzen. Und bevor wir das nun gemeinsam machen, ist es mir sehr, sehr wichtig, direkt einmal darauf einzugehen, welche Spezifikationen eine solche Zelle haben muss, dass sie der Leistungsentnahme des TinyMat 2 überhaupt standhalten kann. Bitte kommt nicht auf die Idee, hier jede 18650 Zelle, die ihr noch in der Hütte habt, einfach reinzudrücken. Ihr müsst bitte verstehen, dass hier eine immense Leistung beim Aufheizen aus der Zelle rausgezogen wird. Ich habe das mal für euch durchgerechnet. So kommen wir bei einer vom Hersteller angegebenen Leistung von 75 Watt und einer Akkuspannung von 3,7 Volt auf eine Stromentnahme von ca. 20 Ampere und einem Widerstand des Heizelementes von nur 0,18 Ohm. Leute, das ist kein Pappenstiel. Diejenigen unter euch, die sich auch mal mit anderen Dampfgeräten zur Liquidverdampfung beschäftigt haben, werden bei diesen Werten schon ganz schön große Augen machen. So achtet bitte darauf, dass ihr Akkus verwendet, die zumindest eine maximale Entladung von 30, besser noch 35 Ampere abkönnen, um da noch eine Sicherheitsreserve nach oben zu haben. Ich blende euch hier mal eine Liste von Zellen ein, die diese Spezifikationen erfüllen. Diese setze ich euch dann auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Falls ihr euch beim Ersatzakkukauf unsicher seid,
Bitte fragt euren Fachhändler. Und bitte, bitte kauft eure Ersatzzellen auch nur beim Fachhändler und nicht irgendein Billigangebot bei eBay und Co. Auf diesem Markt wird wirklich ultra viel gefaked und dann wird's wortwörtlich brandgefährlich. Generell habe ich mir vorgenommen, ganz bald ein Video mit dem Titel zu machen: Wir müssen über Akkus reden. Irgendwie scheint Akkusicherheit ja ein Thema zu sein, das in der Krautvape-Welt so wirklich keiner auf dem Zettel hat. Bis es irgendwann mal rumst und dann die Bild-Zeitung wieder eine Steilvorlage hat, alles was dampft als Teufelswerk zu deklarieren. Nun gut, nach dieser kleinen Akkukunde wollen wir denn den mitgelieferten Akku auch mal einsetzen. Plus-Seite kommt hier nach oben. Ehe wir den Teilnehmer 2 nun einschalten, schauen wir einmal auf den Boden des Gerätes, wo hier an dieser Stellschraube analog die gewünschte Extraktionstemperatur eingestellt werden kann. Hier haben wir es mit einer Skala von 1 bis 10 zu tun. Vom Hersteller wird die an der Temperaturrange zwischen 140 und 250 Grad Celsius angegeben. Wenn ihr hier auf 0 einstellt, befindet sich das Gerät im Reisemodus, wobei dann der Bedienknopf vorne am Gerät totgeschaltet ist. Das ist ein sehr lobenswertes Sicherheitsfeature, das so ungewolltes Feuern in der Tasche verhindert. Bei der Einstellung 10 springt der Kleine dann in den sogenannten Beast-Modus, der dann den Konzentraten vorbehalten ist. Hier ist wohl noch wissenswert, dass der Beast-Modus nur im On-Demand-Mode hervorzulocken ist. Die Bandbreite der Temperatureinstellung ist in meinen Augen wirklich großartig gelungen. Die Terpenschlürfer unter euch können so ab der Einstellung 3-3,5 ganz genüsslich und leicht die Terpene abschöpfen und bei der Einstellung 8 bis 8,5 gibt's gerösteten Dampf mit Dichte und Umf, wie ich ihn bisher bei noch keinem anderen tragbaren akkubetriebenen Gerät erlebt habe. Dazwischen gibt es so viele verschiedene Einstellungen, quasi unendlich, dass wirklich jede und jeder die passende Temperatur für sich dort finden sollte. Ich persönlich habe für mich in der Zeit des Testens, habe mich da irgendwo zwischen 6 und 7 bewegt. In dieser Range habe ich dann den Dampf als sehr lecker und auch ordentlich stark erlebt und das Material im Stem wurde auch immer sehr ebenmäßig extrahiert. Wenn man denn über 7,5 hinausgeht, wird die Ladung von oben in der Füllung ein wenig angeröstet. Dies ist aber dann der Punkt, wo das Gerät einem mal mächtig zeigt, wo die Hake hängt. Ich sage es euch, ihr staunt Bauklötze. Der Teilnehmer 2 verfügt über zwei verschiedene Modi. Da wäre zum einen der Session-Mode und zum anderen der On-Demand-Mode. Beim Session-Mode heizt das Gerät auf und hält dann die Hitze in der Kammer, bis ihr sie leer gedampft habt und das Gerät wieder abschaltet. Das funktioniert ja einwandfrei. Um den Teilnehmer 2 in den Session-Modus zu versetzen, klickt ihr hier dreimal auf den Knopf, wobei ihr den dritten Klick dann festhaltet, bis das Gerät nicht mehr vibriert. Dann signalisiert euch das Gerät durch das kontinuierliche Leuchten dieser LED, dass ihr euch im Session-Modus befindet. Das Licht der LED seht ihr zum einen hier am Boden des Gerätes oder zum anderen hier oben in den Bohrungen des Multitails, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Das Erreichen eurer voreingestellten Temperatur signalisiert euch der TinyMite dann durch ein kurzes Vibrieren und ihr könnt losgelesen. Durch dreimalige Drücken des Tasters könnt ihr das Gerät nun wieder abschalten. Um den TinyMite in den On-Demand-Modus zu versetzen, klickt ihr den Bedienknopf einfach dreimal hintereinander, ohne den dritten Klick zu halten. Dann signalisiert euch das Gerät durch Blinken der LED hier, dass ihr euch in diesem Modus befindet. Nun heizt der TinyMite 2 nur so lange, wie ihr den Knopf gedrückt haltet. Auch hier signalisiert er euch durch eine kurze Vibration, dass die eingestellte Temperatur erreicht ist und ihr euch einen Zug gönnen könnt. Sobald ihr dann den Knopf wieder loslasst, springt das Heizelement aus
und ihr könnt den nächsten Zug nehmen, wann immer ihr wollt. Der On-Demand-Mode wird wohl am meisten genutzt werden bei diesem Gerät. Zum Schluss bleibt dann noch der Beast-Modus, der bei der Einstellung 10 für Konzentrate hervorgeholt wird. Dieser funktioniert nur im On-Demand-Mode. Hier braucht das Gerät dann wohl ca. 10 Sekunden, um auf Temperatur zu kommen. Dann kann der Teilnehmer 2 aber auch dicke, fette Depp-Wolken werfen. Hier empfehle ich dann wohl den Betrieb auf einem Wasserfilter, da es sonst schon mächtig heiß an den Mandeln werden kann. Und wer braucht schon gebrannte Mandeln? Wie bei anderen Konvektionsvaporisern auch, macht es durchaus Sinn, gerade wenn ihr bei höheren Temperaturen verdampft, das Dampfgust zwischendurch einmal umzurühren. Und dazu haben sie sich bei Tinymite für die zweite Version hier etwas Tolles einfallen lassen. Schaut mal, hier oben auf dem Gerät finden wir dieses kleine Multitool, welches wir herausziehen können. Damit können wir dann zwischendurch bei Bedarf einmal das Dampfgut umrühren oder aber wenn ihr eure Kräuter ein wenig komprimiert bevorzugt, können wir es rumdrehen und als Stopf verwenden. In einer dritten Funktion dient dann das Werkzeug als Verschiebehilfe für die Kühleinheit, wodurch ihr die Größe der Kräuterkammer dann anpassen könnt. Was wir uns nun einmal genau anschauen. Falls du auch, so wie ich, zu den Menschen gehörst, die je nach Anlass, Tageszeit oder was auch immer mal die Konsummenge variierst, wirst du den Tinymite lieben, da sich bei ihm die Kräuterkammer in der Größe verstellen lässt, ohne dass er hier wie bei anderen Geräten irgendwelche Spacer oder sonstige Einsätze verwenden muss. Zu diesem Anlass könnt ihr die im Inneren des Stems befindliche Kühleinheit mit Hilfe dieses Werkzeugs verschieben. Achtet hier aber bitte darauf, dass ihr das Werkzeug außen am Rand der Kühlheit einsetzt. So verhindert ihr, dass ihr euch hier in der einen Richtung das Sieb nach innen drückt und in der anderen Richtung entgeht ihr der Gefahr, euch die Torx-Schraube, welche die Kühleinheit zusammenhält, zu verknießknallen. Hier ist anzumerken, dass die Notwendigkeit zum Umrühren größer wird, wenn ihr eine größere Kammergröße einstellt. Was mich am Tinymite 2 absolut gewundert hat, sind seine brillanten Fähigkeiten, auch als Microdoser zu wirken. Solange das Sieb im Stem komplett bedeckt ist, Moment, ich regle ihn mal runter, mit Kraut bedeckt ist, liefert das Gerät auch mit Mengen von 0,1 Gramm und auch leicht darunter absolut amtlich mit einer fetten Krautcloud ab. Wie wir zuvor schon gesehen haben, wird der Tinymite 2 mit zwei verschiedenen Stems ausgeliefert. Das kürzere Glasstem und ein um 25 mm längeres Titaniumstem. Hierbei bietet sich das Titaniumstem natürlich an, um das Gerät mitzunehmen, da es unzerbrechlich ist. Mir persönlich ist das Titanstem jetzt im Gebrauch ein wenig zu lang, sodass ich meist auf das Glasstem zurückgegriffen habe. Aber hierbei sehe ich auch die Bruchgefahr gar nicht so groß, da das Glasstem nun wirklich nicht so weit aus dem Gerät hervorragt. Was mich aber sehr erstaunt hat, ist, wie gering der geschmackliche Unterschied zwischen dem Glas und dem Titanium-Stem ist. Ja, ich bin Nerd, ich bin bekloppt und ich schmecke einen ganz leichten Unterschied. Aber da sind wir definitiv im Bereich, dass es sich um ganz, ganz, ganz feine Nuancen nur handelt. So, dann wollen wir mal die mitgelieferte Kühleinheit hier aus dem Stem rausholen. Und seht ihr, das mache ich auch mit diesem Multitool. Die mitgelieferte Kühleinheit hier passt in beide Stems, seht ihr, und sie kann so ganz einfach hin und her gewechselt werden. Dazu braucht ihr sie, wie gerade gesehen, nur umstecken und gut ist. Aber nun lasst uns da einmal schauen, wie die Kühleinheit denn überhaupt funktioniert. Und dazu werden wir sie jetzt gemeinsam einmal auseinandernehmen. Und da bin ich mir jetzt sicher, dass einige von euch ganz schön staunen werden, wenn wir nun das Innenleben sehen. Den Entwicklern bei Tinymite ist es nämlich gelungen, mit allersimpelsten Bauteilen
eine wirklich hochwirksame Baugruppe zusammenzustellen. Schaut mal, hier im Innenleben der beiden Edelstahlzylinder befindet sich ganz einfach ein Satz Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl, welche die Hitze des durchströmenden Dampfes dann nach dem Wärmetauscherprinzip einfach in sich aufnehmen. Hier ist absolut erstaunlich, welchen genialen Job diese einfache Konstruktion macht. Um diese Kühleinheit an ihre Grenzen zu bringen, müsste es denn schon wirklich auch darauf anlegen und mehrere Füllungen sofort hintereinander verdampfen. Ich kann ja auch nur sagen, dass mir das wirklich riesig gefällt. Ich liebe einfache Lösungen, die höchste Effizienz hervorbringen. Auch hier wieder ein dickes Big Up an die Entwicklerin. Ihr habt es bei Tinymite wirklich drauf. Wie bei anderen Konvektionsvaporisern auch, arbeitet das Gerät sehr gut mit einer mittleren Mahlstufe. Wenn ihr nun das Stem mit euren Lieblingskräutern gepackt habt, könnt ihr es bis zum Anschlag in den Tinymark 2 einstecken. Hier empfehle ich, das Ganze mit einer leichten Drehung zu machen, da so die O-Ringe im Inneren geschont werden. Dann wählt ihr euch die gewünschte Temperatur hier unten an der Stellschraube aus. Wenn ihr euch da am Anfang unsicher seid, wäre die Empfehlung, erst einmal mit der Einstellung 5 zu starten, dann könnt ihr euch Schritt für Schritt an die eure Bedürfnisse entsprechende Temperatur rantasten. Dann startet ihr den Tinymite in dem von euch gewünschten Modus. Ich starte jetzt hier im Session-Modus. Der Vapo signalisiert euch anschließend, nach ca. 2 Sekunden Aufheizzeit, jetzt gerade schon, mit einer kurzen Vibration, dass die Betriebstemperatur erreicht ist. Wenn ihr euch nun eine größere Menge in die Kräuterkammer gefüllt habt, könnt ihr ca. 2-3, je nach wie ihr zieht, vielleicht auch 4 Züge nehmen, ehe ihr dann feststellen werdet, dass der Dampf allmählich dünner wird. Das ist dann der Punkt, wo ihr das Rührwerkzeug hier oben zum Einsatz bringt. Beim Tinymite 2 lohnt es sich absolut mal mit verschiedenen Zuggeschwindigkeiten rum zu experimentieren. Wenn ihr es hinbekommt, etwas langsamer zu ziehen, und dann die Zugzeit, sagen wir, auf ca. 5 Sekunden zu bringen, werdet ihr merken, dass der Dampf dieses Gerätes eine schier unglaubliche Dichte entwickelt. Nun gut, nachdem wir denn jetzt wissen, wie wir den Tinymite 2 in Betrieb nehmen, lasst uns doch einmal auf die Akkulaufzeiten schauen. So wie ich hier vorgehe, sprich bei Einstellungen zwischen 6 und 7, habe ich im On-Demand-Modus ca. 4 Füllungen verdampfen können. Im Session-Mode waren es 5. Aber gerade bei einem On-Demand-Konvektionsvaporizer ist die Batterielaufzeit von gewaltig vielen Faktoren abhängig. Temperatureinstellungen, Lufttemperatur, Füllvolumen, die Intensität eurer Züge, wie viel Pause zwischen den Zügen gemacht wird und. So habe ich auf FACOMBASTION hierzu verschiedenste Aussagen gefunden, die ich denn tatsächlich auch alle im Bereich des Möglichen halte. Ein User schreibt zum Beispiel davon, dass es bei ihm für 10 Füllungen reicht und ein anderer berichtet, dass nach 2 dicken fetten Füllungen schon Schluss ist. Das halte ich alles im Bereich halt des Möglichen. So würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch einen zweiten und je nach eurer Krautlust eventuell sogar einen dritten Akku zulegt. Wenn ihr dann noch ein externes Ladegerät habt, ist der Tinymite immer einsatzbereit und bringt selbst extremste Krautliebende durch den Tag. Meinetwegen auch durch die Nacht, so wie mich. Wie lässt uns der Tinymite 2 denn nun überhaupt wissen, auf welchem Füllstand sich der Akku befindet? Zum einen informiert euch das Gerät bei jedem Einschalten erneut über den Akkuzustand durch ein Vibrationssignal. Hier vibriert er zwischen 4 und einmal kurz. 4 kurze Vibrationen bedeuten, dass der Akku ganz voll ist. Zittert er nur einmal, ist dementsprechend der Akku kurz zu Ende. Zum anderen zeigt er euch den Batterielevel durch einen Lichtcode an. Dieses Licht seht ihr hier oben in den Bohrungen des Multitools oder, wie eben gezeigt, auch am Fuß des Gerätes. Bei grün, wie hier, ist der Akku randvoll, bei blau wird es weniger.
Und bei Lila würde ich euch denn schon empfehlen, den Akku zu tauschen oder nachzuladen, da der Weg bis zum roten Licht dann wirklich nicht mehr weit ist. Ich persönlich bevorzuge meine Akkus immer extern zu laden. Ich habe die mitgelieferte Zelle aber hier auch testweise mal im Gerät über den USB-C-Port geladen und bin mit einem Schnellladegerät auf eine Ladezeit von 40 Minuten gekommen, was doch ein echt ordentlicher Wert ist. Wo wir gerade einmal über die LEDs am Gerät reden, gibt es hier noch zu bemerken, dass ihr die auch komplett ausschalten könnt. Sei es, dass euch die Lämpchen einfach nerven, kann ich jetzt nicht verstehen, aber soll es geben, oder aber, dass ihr in der Öffentlichkeit weniger auffallen wollt. Hier könnt ihr dann den Stealth Mode aktivieren und das geht wie folgt. Dazu schaltet ihr das Gerät zunächst einmal im Session-Modus ein. So. Dann dreht ihr den Temperaturregler hier unten auf maximale Temperatur und drückt dann einmal auf den Knopf. Anschließend dreht ihr den Regler dann wieder auf minimale Temperatur und drückt den Knopf noch einmal. Dann schalten sich die LEDs komplett ab. Um diese Einstellung dann wieder rückgängig machen zu können, braucht ihr nur einmal kurz den Batteriedeckel hier oben lösen, nach erneutem Kontakt zuschrauben und erneutem Kontakt mit dem Akku leuchten die TinyMite LEDs dann wieder komplett wie gewohnt. Dann wollen wir jetzt einmal darauf schauen, wie wir das gute Stück reinigen. Das Glas sowie das Titanium-Stem können natürlich wie altbekannt einfach in Isopropanol gebadet werden. Dazu nehmen wir dann die Kühleinheit vorher raus. Die Kühleinheit können wir dann ganz einfach auseinanderschrauben und die Einzelteile ebenfalls in Isopropanol baden. Nehmt aber hier bitte vorher ganz kurz die O-Ringe ab. Anschließend wie immer alles gut mit Wasser durchspülen, abtrocknen lassen und wieder zusammenbauen. Dann ist das Stem und die Kühleinheit schon mal wieder wie neu. Sollte das Gerät von euch dann irgendwann mal im Inneren verschmutzt sein, könnt ihr diesen Ring hier oben losschrauben und lösen. So. Legen das mal zur Seite. Anschließend könnt ihr dann den aufgelegten O-Ring hier rausnehmen und die innere Hülse mit dem integrierten Sieb herausziehen. Auch dieses Bauteil kann komplett in ISO gebadet werden und gut ist. So, dann bauen wir das gute Stück mal schnell wieder zusammen. Bevor wir denn nun zu meinem persönlichen Fazit kommen, lasst uns einmal kurz darauf schauen, wo die Unterschiede zum OG TinyMite liegen. Ob sich meines Erachtens da ein Upgrade lohnt oder ob es sich eventuell sogar lohnt, etwas Geld zu sparen und sich den noch im Handel befindlichen TinyMite 1 zuzulegen. Der TinyMite 1 war auch schon ein sehr, sehr starkes Gerät und so ist es wirklich erstaunlich, wie viele Verbesserungen hier in die zweite Version Einzug gehalten haben. Aufgrund des überarbeiteten Heinz-Elementes kann die zweite Version wesentlich besser mit langen Zügen im oberen Temperaturbereich umgehen. Der Effekt des braunen Ringes auf dem Dampfgut bei erhöhten Temperaturen wurde hier weitestgehend eliminiert, ja vielleicht nicht ganz, aber um 90% reduziert. Der TinyMite 2 wird auch nicht mehr ganz so warm in der Hand wie der OG. Er verfügt über einen USB-C Schnellladeport, während der OG nur mit einem Micro-USB-Anschluss daherkommt, was in der Ladezeit natürlich einen riesigen Unterschied macht, wenn ein Schnelllader verwendet wird. Dann sind noch folgende Features bei der neuen Version dazugekommen. Der Travel-Modus, wo ihr das Gerät ganz ausschalten könnt. Der Stealth-Modus. Der Beast-Mode. Die Akkustandsanzeige per LED. Ich konnte jetzt leider nicht mehr rausfinden, wie lange der Hersteller Garantie auf den OG gegeben hat. Aber auf dem TinyMite 2 geben sie 10 Jahre Garantie. Das ist doch mal eine Ansage bei einem technischen Gerät, oder? Bei all diesen Verbesserungen müsst ihr jetzt selbst entscheiden, ob es euch wert ist,
den Zweier zu kaufen, wenn ihr schon den OG besitzt. Solltet ihr aber auch komplett vor einer Neuanschaffung stehen, kann ich nur wärmstens empfehlen, die 70 Euro drauf zu packen und euch für die neue Version zu entscheiden. Das sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Dann möchte ich jetzt einmal auf die Pros und Cons kommen, die ich beim TinyMal 2 sehe. Und anschließend dann zu meinem persönlichen Fazit. Die Pros. Die massive Wolkenproduktion. Kaum ein anderer portabler, akkubetriebener Vapo ist fähig, solche dichten Wolken zu werfen. Als nächstes der Geschmack. Das Teil schmeckt wirklich extremst lecker. So wie man es halt von reinen Konfektionsvapes gewohnt ist. Hier geht euch wirklich kein einziges Terpenstritzen. Geschmack top notch. Die zwei verfügbaren Modi hier sind toll. Ihr könnt das Gerät in der Betriebsart verwenden, wonach euch gerade ist. Ihr könnt eine komplette Session genießen oder aber mal kurz ein, zwei heftige Wolken frühstücken, die euch dann bis zum Mittag bringen. Seine kompakten Abmessungen. Jeder und jede, die im Vapo-Bereich schon länger unterwegs ist und den TinyMal 2 zum ersten Mal antestet, wird euch bestätigen, dass das hier die Maschine ist, die wir uns alle vor 10 Jahren in den kühnsten Träumen gewünscht haben. Konvektionspower, die schon fast an einen Desktop herankommt und das bei einer Größe, die es dem Gerät schon fast ermöglicht, komplett in der Hand zu verschwinden. Als nächstes Pro, die USB-C-Schnellladebuchse. Hierdurch kann das Gerät halt an allen möglichen Orten schnell nachgeladen werden. Ein USB-C-Port mit Power sollte ja heutzutage überall schnell zu finden sein. Nun, die Cons. Wo Schatten ist, ist auch Licht, aber wenn die Sonne günstig steht, ist nicht viel Schatten da. So auch bei diesem Gerät hier. Für viele wird der ganz ordentliche Preis ein Con sein. Aber hier kann ich nur sagen, dass aus meiner Sicht bei der gelieferten Qualität und bei den Optionen, die dieses Gerät bietet, wenn man dann auch bedenkt, sie garantieren euch, dass es 10 Jahre funktioniert, dann ist es für mich vollkommen okay. Vielleicht kann ich hier als Konkönchen eventuell noch anführen, dass es bei sehr hohen Temperatureinstellungen und bei gleichzeitig sehr, sehr langen Zügen, dass dann hier die Gefahr besteht, dass euch die Oberfläche eurer Kräuter ankokelt. Nun, das liegt aber auch in Natur der Sache und da verhalten sich andere Konvektionsvaporizer mit dementsprechender Power auch nicht anders. Nun, wie ihr ja hier immer seht in der Show, ich bin absoluter Freak und den nächsten Punkt, den ich benenne, der gilt nicht nur für den TinyMite, sondern auch für andere Hersteller, die Geräte mit auswechselbaren Lithium-Ionen-Zellen herstellen. Ich benenne es jetzt aber gerade hier in dem Video, weil die Leistungsentnahme bei dem Gerät so gewaltig ist. So würde ich mir sehr wünschen, dass vom Hersteller angegeben wird, welche Sicherheitsfeatures sie in ihre Schaltkreise zur Überwachung der Zellen während des Betriebs einbauen. Wie wird es hier gemacht? Wird der Innenwiderstand des Akkus beim Gebrauch überwacht? Wird die Akkutemperatur überwacht? Wird hier der Voltage-Drop überwacht? Hier möchte ich einmal anführen, dass diese Angaben bei High-End 15er Mods, wie sie für manche Vapos, aber in erster Linie für Liquid-Verdampfer verwendet werden können, nicht nur einfach angegeben werden, sondern gar als Werbefeature für die Produkte mit ganz oben aufgeführt werden. Ansonsten, ich kann gar nichts Schlechtes an diesem Kleinen hier finden. Meines Erachtens hängt die Firma TinyMite mit dem TinyMite 2 die Messlatte für die Mitbewerber auf eine ganz neue Höhe. Und ich bin sehr gespannt, wie die großen Hersteller zukünftig auf diese Ansage hier reagieren werden. Während der Testphase hier hat mich das Teil so sehr überzeugt, dass es direkt in den Olymp meiner Lieblingsgeräte eingezogen ist.
Jetzt wurde von euch schon öfter die Bitte an mich herangetragen, den Tiny Mal 2 einmal mit dem Mighty, ach jetzt steht da hinten, egal, mit dem Mighty Plus zu vergleichen. Das wird nicht ganz einfach, da es sich meines Erachtens hier um zwei völlig verschiedene Gerätetypen handelt. Aber euer Wunsch sei mir Befehl und so werde ich mich im Anschluss dieses Videos daran machen, den Kampf der Titanen zu skripten und zu verfilmen. Dann möchte ich aber noch ein zweites Vergleichsvideo machen, was jetzt vielen womöglich seltsam erscheinen mag. Aber ich werde noch ein Video Tiny Mal 2 vs. Herborizer TE machen. Da ich hier eine ganz enge Verwandtschaft zwischen den beiden sehe, ob wir es gleich auch hier mit grundlegend verschiedenen Geräten zu tun haben. Bestimmt ist euch in diesem Video auch schon wieder aufgefallen, dass ich hier aus Jugendschutzgründen weder Kraut noch Klau zeuge. So werde ich im Anschluss der gerade angekündigten Videos noch ein großes Papa-Paft-Video machen, in dem wir den Tiny Mal 2 denn mal gründlich durchpaffen werden. Und ich lasse euch dann an meine Erfahrungen, und Eindrücke teilhaben. Ich hoffe sehr, dass es mir in diesem Video mit Überlänge nun gelungen ist, all eure Fragen zum Gerät zu beantworten. Sollte hier noch irgendetwas für euch offen geblieben sein, schreibt es mir da einfach unten in die Kommentare. Wie immer bemühe ich mich auch hier, all eure Fragen zu beantworten. Solltet ihr an weiteren spannenden Videos rund um das Thema thermische Extraktion von Trockenkräutern interessiert sein, schaut doch einfach mal auf meinem Kanal oder auf meiner Homepage rein. Auf dieser Homepage könnt ihr dann auch alle 18-Plus-Videos unter einfacher Altersabfrage anschauen. Und wenn ihr euch auch so einen Tiny Mal 2 oder einen anderen Vapo gönnen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das über den Link in der Videobeschreibung und dann über meinen dicken grünen Knopf macht. Dann haben wir alle wieder Spaß hier. Verdammt nochmal, hat Spaß. Ich hab Spaß. Und ihr habt zu 100% riesigen Spaß, weil ihr dann einen Tiny Mal 2 besitzt. Bling. Ist doch schön, oder? Und ihr Lieben, nun bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao. The sun will shine on vapors, crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy buff in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.